Roger Christen. Er steht fast jeden Tag über 10 Stunden hier im Restaurant Frohsinn Céan in der Küche. Und das schon seit mehr als 20 Jahren. Man wird nicht jünger. Und irgendwann hat sich der Fersensporn angemeldet. Und dann habe ich den mit allen Mitteln bekämpft, aber bin nicht fündig geworden. Also, es hat nichts genützt, richtig. Die Schmerzen sind fast unerträglich geworden. Sogar Gäste haben mit dem Roger Christen mitgelitten. Wir sind eine eingeschworene Gemeinde, natürlich. Die Leute haben, die einen haben Mitleid gehabt, die anderen haben Informationen gebracht. Verschiedene Sachen. Also wirklich, ich bin hier von überall her ein bisschen unterstützt worden. Daraufhin hat der Gastrounternehmer viel gegen die Schmerzen ausprobiert. Verschiedene Therapien. Bis zum Schluss, bis zum Maximum von der Stosswellentherapie. Wo eigentlich eine endgültige Sache sollte sein. Außer zu operieren. Und operieren war keine Option. Und dann habe ich durch Gespräche, durch viele Informationen sammeln, bin ich dann auf den Kibun gekommen. Der Schweizer Luftküsseschuh war sozusagen die letzte Hoffnung für den Roger Christen. Das, obwohl er nie geglaubt hat, dass allein ein Schuh ihm die Schmerzen lindern kann. Ich habe das belächelt, als mir einer gesagt hat, ich soll das mal probieren. Ich habe gesagt, ja, Schuhe. Wir haben einen Haufen Modell und Einlagen probiert und mit Schaumstoff, mit Luft, mit allem zusammen. Und dann hat einfach nichts richtig gepasst bei mir. Erstens habe ich einen grossen Fuß, also habe schon mit den Schuhen selber ein Problem. 8, 49 ist ziemlich schwierig zu finden. Plus dann noch mit Einlagen und so ist nicht machbar gewesen. Trotzdem ist der Schmerzpatient in einen Kibu geschlafen und hat das spezielle Gefühl selber erlebt. Wenn ich auf einem Moos laufen würde, also schwabbelig, und musste dann lernen, das Gleichgewicht wieder zu finden, weil es war schon ein, wie sagen wir dem, ein täuschendes Gefühl gewesen. Weil er keinen festen Fuß, also keinen festen Stand mit kann, hast im Moment, oder? Bis man sich dann daran gewöhnt hat. Aber das ist nach 2-3 Tagen Laufen ist das schon ein Ding gewesen. Hat man gewusst, wie man ausbalancieren quasi. Seit der Roger Christen einen Kibut hat, sind die Fersenspannschmerzen wie verflogen. Ich konnte vom ersten Tag an wieder normal laufen. Total, 100% normal laufen. Und das ist ja das Wichtigste bei mir. Ich muss mich mobil bewegen. Dank dem Kibut kann der Koch wieder schmerzfrei arbeiten. Und auch in der Freizeit macht ihm Bewegung wieder Freude. Ich laufe einmal im Jahr mindestens um einen Halbwiedersee herum. Das ist das Ziel. Und meine Freundin hat Hunde, wo ich immer jemanden laufen mit, was ich vorher nicht gemacht habe. Und ja, ich denke sogar noch weiter, ich wollte reiten und so weiter, also mit Ross arbeiten. Also das ist alles zusammen in naher Zukunft denkbar. Der Kibut hat dem Roger Christen Lebensqualität zurückgebracht. Ich bin glücklich. Ich kaufe von allen Jahren 1-2 Paar Schuhe und ich bin glücklich. Und glücklich sind auch seine Gäste, die das hausgemachte Cordon Bleu im Frohsinn Céan weiterhin geniessen können. There is...